Hallo zusammen. Bisher haben wir uns vor allen Dingen mit dem ursprünglichen Buddhismus beschäftigt, also mit der ursprünglichen Lehre des Buddha. Und wir haben gesehen, wie die einzelnen Begriffe und Theorien ineinander greifen und wie das Ganze ein geschlossenes philosophisches System bildet. Jetzt wollen wir den Blick ein bisschen erweitern. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie die buddhistische Philosophie sich im Lauf ihrer Geschichte weiterentwickelt hat. Nun, die wichtigsten und interessantesten philosophischen Entwicklungen des weiteren Buddhismus, die finden sich dann in der Form des Mahayana-Buddhismus. Und um zu verstehen, was Mahayana ist und was die Besonderheiten des Mahayana-Buddhismus ausmacht, wollen wir uns heute erst einmal die Grundlagen anschauen, dessen, was Mahayana eigentlich ist, um dann in den nächsten beiden Sitzungen uns mit den speziellen philosophischen Lehren des Mahayana zu beschäftigen. So, werfen wir zunächst mal einfach einen Blick in die Geschichte. Wir erinnern uns, ganz am Anfang hatten wir über die Biografie des Buddha gesprochen und hatten gesagt, er starb so gegen Ende des 5., Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus, um das Jahr 400 herum ungefähr. So ganz genau weiß man es nicht. Wir haben schon darüber geredet, dass es da schwierig ist, genaue Daten im Leben des Buddha zu fixieren. Relativ bald nach dem Tod des Buddha treten dann schon erste Spaltungstendenzen innerhalb der buddhistischen Gemeinschaft auf. Wir hatten ja auch gesagt, der Buddha hat keinen Nachfolger eingesetzt. Er hat gesagt, das Dharma allein soll mein Nachfolger sein und es quasi seinen Anhängerinnen und Anhängern selbst überlassen, das Dharma für sich zu interpretieren und auszulegen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass gewisse Tendenzen auftreten werden, dass es zu Spannungen und Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinschaft kommt. Diese Spannungen betreffen vor allen Dingen Aspekte der Ordensregeln und auch der Lehre teilweise, wobei wir jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen müssen. Also diese internen Spannungen und Richtungskämpfe und so weiter, die müssen wir hier nicht detailliert besprechen. Wichtig ist eben nur, es gibt so eine gewisse Tendenz innerhalb schon des frühen Buddhismus, sich in verschiedene Richtungen aufzuspalten oder die Lehre des Buddha unterschiedlich zu interpretieren und umzusetzen. Letzten Endes führen dann diese Spannungen in die Entstehung des Mahayana als einer neuen Strömung innerhalb des Buddhismus. Ich sage bewusst Strömung, denn Mahayana ist nicht gleichzusetzen mit einer speziellen Schule oder Lehrtradition, die es natürlich auch gibt innerhalb des Buddhismus. Aber das Mahayana umfasst mehrere verschiedene Schulen und geht auch nicht direkt aus einer speziellen Schule hervor. Und es ist auch keine Spaltung oder so etwas. Also wir sollten vorsichtig sein mit so Parallelen wie Reformation im Christentum oder so etwas. Also kein wirkliches Schisma in dem Sinne, keine Kirchenspaltung, wie es im Westen öfters vorgekommen ist, sondern wir haben eine Bewegung, eine neue Bewegung, die des Mahayana innerhalb des einen immer noch ungeteilten Buddhismus. Mahayana heißt wörtlich übersetzt das große Fahrzeug. Großes Fahrzeug deswegen, weil es groß genug ist für alle, also um alle mitzunehmen auf dem Weg zur Erlösung und eben nicht nur einige Auserwählte. An der Stelle hier ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir mal ganz kurz einen groben Blick, einen groben Überblick bekommen über die verschiedenen Strömungen, die es innerhalb des Buddhismus gibt. Es beginnt, wie schon gesagt, mit dem ursprünglichen Buddhismus. Der ursprüngliche Buddhismus ist die Lehre, wie sie vom historischen Buddha verkündet worden ist und dann die unmittelbar daraus sich entwickelnde buddhistische Gemeinschaft. Aus dem ursprünglichen Buddhismus hervorgegangen als Strömung ist der sogenannte Theravada-Buddhismus. Theravada ist jetzt die moderne Bezeichnung für diese Strömung. Eigentlich ist Theravada nur eine einzige Schule innerhalb dieser Strömung, aber es ist die einzige, die heute noch existiert und deswegen benutzt man ganz gerne diesen Namen so quasi pars pro toto als Bezeichnung für die gesamte Strömung. Manchmal wird auch hier der Ausdruck Hinayana verwendet, also das heißt wörtlich dann das kleine Fahrzeug, eben im Gegensatz zum Mahayana, dem großen Fahrzeug. Das ist allerdings so ein bisschen abwertend, ne? Also so Mahayana das große Fahrzeug für alle, ja, und Hinayana na, das kleine so für die paar Auserwählten. Deswegen spricht man meistens lieber von Theravada-Buddhismus als von Hinayana-Buddhismus, wenn aber auch das Gleiche gemeint ist.
Und der Theravada-Buddhismus, der versteht sich eben oder kann interpretiert werden als die kontinuierliche Fortsetzung des ursprünglichen Buddhismus, also als die Strömung, die die ursprüngliche Tradition fortsetzt. Von dieser ursprünglichen Traditionslinie, da trennt sich bereits relativ früh der Mahayana-Buddhismus als nächste Strömung ab. Das geschieht so ungefähr ab dem Jahr 100 vor Christus. Genau datieren kann man das nicht, also es gibt kein signifikantes Ereignis, das diese Trennung markieren würde. Nicht irgendeinen buddhistischen Luther, der irgendwo Thesen angeschlagen hätte, sondern es ist mehr so ein langsamer, fließender Prozess, eine graduelle Entwicklung, die sich über einen längeren Zeitraum, also von tatsächlich mehreren Jahrhunderten hinzieht. Also die Entstehung des Mahayana kann man so ungefähr ab dem Jahr 100 vor Christus ansetzen, aber es zieht sich noch bis einige Jahrhunderte nach Christus hin, bis das so wirklich ganz entwickelt ist. Letzten Endes ist diese Entwicklung des Mahayana wohl auch nicht zuletzt bedingt gewesen durch die Ausbreitung des Buddhismus über seine ursprüngliche Heimat hinaus, also aus der nordindischen Region hin Richtung Süden und auch dann aus dem ursprünglich indischen Kulturraum hinaus. Also da tritt dann natürlich Kontakt auf mit anderen Kulturen und dadurch fließt neues Gedankengut in den Buddhismus ein, neue Probleme tauchen auf, die in irgendeiner Weise gelöst werden müssen, seien es theoretische, seien es praktische Probleme. Und solche Auseinandersetzungen tragen dann natürlich dazu bei, dass der Mahayana-Buddhismus als eine neue Strömung entstehen kann. So, die dritte große Strömung, das ist der Vajrayana-Buddhismus oder das, wörtlich übersetzt, das diamantene Fahrzeug. Manchmal wird das auch Tantrayana oder tantrischer Buddhismus genannt. Das ist die letzte große Strömung, die sich dann vom Mahayana auch wieder abzweigt. Und im Gegensatz zum Mahayana-Buddhismus ist es für den Vajrayana-Buddhismus charakteristisch, dass das eine eher esoterische Richtung des Buddhismus ist. Also typisch ist hier eine ganze Reihe von rituellen, teils auch magischen Praktiken, die entwickelt werden. Sie kennen wahrscheinlich im Vorübergehen einiges davon, also Mandalas beispielsweise als eine Form von mystischen Diagrammen, die einer meditativen Versenkung dienen. Die haben hier im Tantrayana ihren Ursprung und auch die Mantras, also solche magisch-rituellen Formeln, die rezitiert werden, stammen ebenfalls hierher. Und sollte Ihnen jetzt der Begriff Tantra irgendwie auch in einem anderen Kontext bekannt vorkommen? Ja, auch bestimmte Formen von Sexualmystik sind hier im tantrischen Buddhismus entwickelt worden. Ab etwa dem Jahr 500 nach Christus entwickelt sich der Vajrayana oder Tantrayana Buddhismus als eine eigene Strömung neben dem Mahayana Buddhismus. In der Vergangenheit haben diese Strömungen, also insbesondere in Indien, als Indien noch buddhistisch geprägt gewesen ist, oft parallel existiert. Heute ist das stärker geografisch aufgeteilt. Aus Indien ist der Buddhismus selbst verschwunden größtenteils. Das geschah bereits um die Wende zum zweiten nachchristlichen Jahrtausend und ist heute vor allen Dingen in Süd-, Südost- und Ostasien anzutreffen. Der Theravada-Buddhismus, den finden Sie in der Gegenwart hauptsächlich auf Sri Lanka und in Südostasien, also zum Beispiel in Myanmar oder in Thailand, nicht aber in Vietnam. Den Mahayana-Buddhismus trifft man vor allen Dingen in Ostasien an, also China, Korea, Japan sind massiv vom Mahayana-Buddhismus geprägt worden. Und schließlich der Vajrayana-Buddhismus, den finden Sie in Tibet, wo er seine ursprüngliche Heimat hat, und auch in der Mongolei. Nun, worin zeigt sich jetzt die Entstehung des Mahayana? Also worin manifestiert sich das Neue, das durch das Mahayana entsteht? Der entscheidende Punkt ist die Entstehung von neuen Sutras. Erinnern wir uns nochmal kurz, wie das mit den Sutras, also den Reden des Buddha, gewesen ist. Ursprünglich wurden sie nach dem Tod des Buddha von seinen Anhängern zusammengetragen und kompiliert. Also man traf sich, erinnerte sich, was der Buddha gesagt hat, rezitierte das und gab das dann mündlich von Generation zu Generation weiter. Von diesem Zeitpunkt an, also von der unmittelbaren Festlegung dieses Kanons, gab es nur relativ geringe Veränderungen. Also es kamen zwar hin und wieder Texte hinzu oder Veränderungen wurden vorgenommen, aber etwas substanziell Neues kam eigentlich nicht mehr vor. Jetzt aber, in der Zeit von ungefähr, sagen wir mal, 100 vor bis 300 nach Christus, tauchen plötzlich neue Sutras auf.
Die tragen dann so Titel wie das Lotus-Sutra, das Herz-Sutra, das Diamant-Sutra. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedensten Mahayana-buddhistischen Sutra-Texten, die jetzt neu auftauchen. Diese Sutras erheben jetzt auch den Anspruch, das authentische Wort des Buddha zu sein, das aber bisher nicht verkündet werden konnte, weil erst jetzt die Zeit dieser neuen Lehrverkündigung gekommen ist. Die Idee, die dahinter steht, ist die Idee von den sogenannten geschickten Mitteln. Also die Idee ist, die Lehre des Buddha, die er in seiner Zeit als historischer Buddha verkündet hat, die ist den Hörerinnen und Hörern seiner Zeit angepasst gewesen und den historischen Umständen einfach, in denen er gelebt hat. Es war sozusagen eine vereinfachte, reduzierte Form der Lehre, die er so verkünden musste, um überhaupt Gehör finden zu können bei den Menschen. Das wird ganz nett erläutert durch die sogenannte Parabel vom brennenden Haus. Die finden Sie im Lotus-Sutra. Und zwar läuft diese Parabel folgendermaßen. Also ein paar Kinder spielen in einem Haus irgendwo und sie sind ganz vertieft in ihr Spiel. Plötzlich bricht ein Feuer aus, aber weil die Kinder so im Spiel versunken sind, merken sie nichts von dem Feuer. Der Vater will sie warnen, aber die Kinder sind so in ihr Spiel vertieft, dass sie ihn nicht bemerken. Also sie hören seine Warnungen, seine Rufe nicht. Was tut der Vater? Er ruft den Kindern zu, dass draußen ein tolles neues Spielzeug auf sie wartet und lockt sie damit aus dem Haus und aus dem Feuer raus. Erst dann, wenn sie rausgekommen sind, kann er ihnen die Wahrheit verkünden, dass es da gar kein Spielzeug gibt und dass das nur ein Mittel war, um sie aus dem Haus rauszubekommen. Er musste also die Unwahrheit sagen. Ja, sicher. Aber das war notwendig, um überhaupt diese Kinder retten zu können. Und ebenso wie dieser Vater in der Parabel, so verhält sich auch der Buddha. Er musste auch erst die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen, bevor er ihnen seine wahre Lehre verkünden konnte. Und jetzt ist die Idee des Mahayana. Jetzt ist keine Verstellung mehr nötig. Jetzt können wir die wahre Lehre des Buddha endgültig verkünden. Die früheren Lehren, die er in seiner Zeit verkündet hat und die bisher tradiert worden sind, die sind nicht falsch. Das nicht. Sie sind nur unvollkommen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die eigentliche Lehre zu verkünden. Und was ist jetzt die eigentliche Lehre? Also was sind denn die charakteristischen Lehren des Mahayana-Buddhismus? Nun sind vor allen Dingen drei wichtige Ideen, auf die wir hier eingehen müssen und die den entscheidenden Unterschied des Mahayana gegenüber dem Theravada und den anderen Formen des Buddhismus ausmachen. Das erste ist das sogenannte Bodhisattva-Ideal, das Ideal der Bodhisattvas. Das zweite ist ein neues Verständnis des Buddha. Und das dritte, das für uns interessanteste, ist das Aufkommen der Philosophie der Lehre. Schauen wir uns heute mal nur die ersten beiden dieser Punkte etwas genauer an. In den nächsten Videos werden wir dann noch deutlich intensiver über die neue Philosophie der Lehre im Mahayana-Buddhismus reden müssen. Also, zunächst mal zu den Bodhisattvas. Wörtlich übersetzt bedeutet Bodhisattva Erleuchtungswesen. Und der Bodhisattva, nun, das ist das neue Ideal des Mahayana-Buddhismus. Es steht im Kontrast zum Ideal des Erlösten, zum Arhat, von dem wir bereits geredet haben, wie es charakteristisch ist für den Theravada-Buddhismus, oder den ursprünglichen Buddhismus. Der Bodhisattva ist ebenfalls einer, der nach Erlösung und Erleuchtung strebt, aber auf eine andere Art und Weise als der Arhat. Der kritische Hintergedanke hier an der Stelle ist der, dass man sagt, der Arhat besitzt ja noch Reste von Egoismus. Was tut er denn? Er arbeitet an seiner Erlösung. Er arbeitet daran, sich selbst, also sich aus dem Leiden zu befreien. Aber darin, in dieser Idee, dass es um mich geht und um meine Erlösung, darin steckt noch ein Rest von Anhaften an der Illusion des Selbst. Und erst wenn dieser Unterschied zwischen Selbst und anderen Wesen vollständig aufgehoben ist, erst dann ist wirklich eine echte Erlösung möglich. Die Konsequenz ist jetzt also, dass dieser Bodhisattva nicht mehr primär nach der eigenen Erlösung strebt, das wäre der Rest von Egoismus, sondern er stellt die eigene Erlösung zurück, um anderen Wesen auf dem Weg zur Erlösung zu helfen. Er verschiebt also den eigenen Eingang ins Nirvana so lange, bis alle anderen Wesen ebenfalls erlöst sind. Denn erst wenn fremdes Leiden genauso viel zählt oder nicht weniger zählt als das eigene Leiden, dann ist die echte Selbstlosigkeit erreicht. Also der Bodhisattva ist einer, der sich immer fortwährend um die Erlösung aller Wesen, nicht bloß die eigene Erlösung bemüht.
Die zentrale Motivation für den Bodhisattva ist also das Mitleid. Das, was den Bodhisattva auf seinem Weg zur Erlösung antreibt, ist das Mitleid und nicht etwa das Streben nach Weisheit oder Erkenntnis, wie es charakteristisch für das Ideal des Arhat gewesen ist. Also im Gegensatz auch zu dem Arhat, dem asketischen Einsiedler, der sich aus der Welt zurückzieht, der eben dann Mönch oder Asket wird oder so etwas, ist der Bodhisattva der Welt zugewandt. Also es ist kein Rückzug aus der Welt, wie ihn der ursprüngliche Buddhismus eher praktiziert hat, sondern eine Hinwendung zur Welt, eine Hinwendung zur Welt und zu ihrem Leiden. Deswegen ist auch das Ideal des Bodhisattva ein Ideal, das viel stärker attraktiv ist für Laien-Buddhistinnen und Buddhisten. Es ist eher ein Laien-Ideal als ein Mönchs-Ideal. Es richtet sich mehr an die, ja, sagen wir mal, einfachen Gläubigen, die eben nicht Teil der Mönchsgemeinschaft des Sangha sind. Und ganz generell misst auch der Mahayana-Buddhismus dem Laientum, also den einfachen Gläubigen, eine deutlich größere Bedeutung zu, als das der ursprüngliche Buddhismus getan hat. Es gibt ein ganz wichtiges Sutra, das sogenannte Vimalakirti-Sutra, in dem beschrieben wird, wie ein ganz einfacher buddhistischer Laie gelehrten Mönchen die höheren Wahrheiten des Mahayana offenbart. Und das ist ganz charakteristisch für diese Haltung des Mahayana. Also, wenn wir es nochmal so gegenüberstellen nebeneinander, wie diese beiden Ideale im Kontrast zueinander stehen, würden wir sagen, also der Arhat, das Ideal des ursprünglichen Buddhismus, das ist derjenige, der als Ziel die eigene Erlösung hat, der motiviert ist durch das Streben nach Weisheit oder Erkenntnis. Das ist einer, der eine Praxis der Weltaufgabe praktiziert, also der sich von der Welt abwendet, aus der Welt zurückzieht. Und das ist ein Ideal, das vor allen Dingen an Mönche und Nonnen gerichtet ist. Demgegenüber steht jetzt der Bodhisattva. Der Bodhisattva ist der, dessen Ziel die Erlösung aller Wesen ist, der motiviert wird durch das Mitleid, der die Welt annimmt, also sich der Welt zuwendet und nicht aus ihr zurückzieht und der ein Ideal vor allen Dingen für Laien darstellt, also für einen Buddhismus außerhalb des Mönchtums. Ein solcher Bodhisattva arbeitet nun über unzählige Wiedergeburten hinweg an der eigenen Vervollkommnung, wird immer größer, mächtiger, mitleidsvoller und so weiter und so fort. Er ist noch kein Buddha. Ein Bodhisattva ist nicht das gleiche wie ein Buddha. Er ist kein Erleuchteter, sondern ein Erleuchtungswesen. Aber er wird irgendwann einmal zu einem Buddha werden, nämlich dann, wenn die Lehre des vorherigen Buddha in der Welt vergessen ist. Prinzipiell kann jedes Wesen, auch Sie und ich, zu einem Bodhisattva werden, indem wir uns einfach auf den Pfad, auf den Weg des Bodhisattva begeben. In den religiösen Formen des Mahayana, nun, da werden solche Bodhisattvas, weit vorangeschrittene Bodhisattvas, könnte man sagen, als quasi göttliche Wesen verstanden und auch kultisch verehrt. Und in den religiösen Formen des Mahayana-Buddhismus, insbesondere in Ostasien, haben sich dann regelrechte Kulte um ein, man könnte sagen, Pantheon von Bodhisattvas etabliert. Ich gebe Ihnen nur ganz kurz mal so ein paar Beispiele für solche quasi göttlichen Bodhisattvas, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was damit eigentlich verbunden ist. Also, da hätten wir zum einen einmal den sogenannten Bodhisattva Avalokiteshvara. Dieser Avalokiteshvara ist der Bodhisattva der Tugend des Mitleids. Also er symbolisiert das Mitleid und das sehen Sie an den vielen Armen, die er hat und da ausstreckt. Das sind die helfenden Arme, die er bereit ist, allen Wesen entgegenzustrecken, um ihnen aus dem Leiden herauszuhelfen. Der Bodhisattva Avalokiteshvara wird vor allen Dingen in Tibet und in China verehrt, spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also in China in der weiblichen Form als Guan Yin, als die, die die Stimmen oder das Klagen der Welt hört, ist das eine allgegenwärtig verbreitete, wichtige Gestalt buddhistischer Volksfrömmigkeit. Interessanter Fun Fact am Rande, der Dalai Lama gilt als eine Reinkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara. Dann haben wir hier noch den Buddha oder Bodhisattva Amitabha. Dieser Amitabha spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für den religiösen Buddhismus in Ostasien. Und zwar ist das der Bodhisattva des westlichen Paradieses.
Also die traditionelle buddhistische Kosmologie stellt sich die Welt so vor, dass es ganz weit im fernen Westen ein Paradies gibt, ein sogenanntes reines Land, Shukavati heißt das dann, in dem man wiedergeboren wird, bevor man ins Nirvana eingeht. Also dieses reine Land, das Paradies im Westen, das ist sozusagen die letzte Station vor dem Nirvana. Und über dieses reine Land im Westen herrscht der Buddha Amitabha. Kulte, die sich um diesen Buddha Amitabha gebildet haben, lehren, dass man durch Anrufung und Verehrung dieses Amitabha die Gnade bekommt, in diesem westlichen Paradies wiedergeboren zu werden. Also es haben sich eine ganze Reihe von religiösen Gruppierungen um diesen Amitabha oder Amida, wie er dann in Japan heißt, gebildet. Und schauen wir uns als dritten noch an den Bodhisattva Maitreya. Dieser Maitreya ist ein wichtiger Bodhisattva deswegen, weil er der Bodhisattva der Zukunft ist. Also Sie sehen das an der Körperhaltung. Er sitzt so ganz ruhig und entspannt da und wartet. Er wartet darauf, dass seine Zeit kommen wird. Mit diesem Bodhisattva Maitreya verbindet sich die Vorstellung, dass irgendwann in der Zukunft, in vielen tausend Jahren, ein neues Zeitalter der Erleuchtung anbrechen wird, wenn dieser Bodhisattva Maitreya in die Welt kommt. Dann werden viele Menschen zur Erleuchtung gelangen und ins Nirvana eintreten und dann bricht ein neues Zeitalter des Glücks an. Und auch hier haben sich um diese quasi Messias-Gestalt des Maitreya in China und in Japan diverse endzeitliche Kulte, könnte man sagen, gebildet. Also eine messianische Eschatologie vertreten haben und die Hoffnung gehegt haben, es möge bald dieser Bodhisattva Maitreya kommen. Nun, also für die Religionsgeschichte und für die religiöse Praxis des Buddhismus sind diese Bodhisattvas sehr wichtig und sehr interessant. Für die Philosophie jetzt eher nicht so sehr. Deswegen gehen wir jetzt mal über zu dem zweiten interessanten Punkt des Mahayana-Buddhismus. Das ist die Buddhologie, also die Entwicklung einer eigenen Lehre von der Natur des Buddha. Für den ursprünglichen Buddhismus war der historische Buddha grundsätzlich nichts anderes als ein Mensch. Also ein Mensch wie jeder andere, so wie Sie und ich auch. Er war zwar in gewisser Weise besonders, er war immerhin ein Buddha, also einer, der aus eigener Kraft zur Erleuchtung gelangt ist, aber eben auch nicht mehr. Ein wichtiger Mensch, ein besonderer Mensch, aber grundsätzlich nichts anderes als einfach nur ein Mensch. Im Mahayana entwickelt sich jetzt aber die Idee, dass der Buddha mehr als das ist. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass der Buddha einfach so im Nirvana verschwunden sein soll nach seiner Erlösung. Ein Wesen, das so von Mitleid geprägt gewesen ist, von Mitleid für alle Wesen. Wie kann das einfach so aus der Welt verschwinden und sich zurückziehen? Die Vorstellung ändert sich jetzt hier, die Vorstellung vom Buddha. Also weg von dem historischen Buddha als einem ganz normalen Menschen, hin zum Buddha als einem quasi göttlichen, einem transzendenten Wesen, das jenseits der Welt existiert. Am deutlichsten ausgeprägt ist diese neue Idee vom Buddha in der sogenannten Drei-Körper-Lehre, wie sie einige Schulen des Mahayana vertreten haben. Die Idee ist hier, dass der Buddha in Wirklichkeit in drei verschiedenen Körpern existiert. Der erste Körper, das ist der sogenannte irdische Körper oder der Nirmanakaya. Das ist ganz einfach der historische, der menschliche Buddha, wie er auf dieser Welt existiert hat. Aber, sagt man jetzt, das ist eigentlich nur ein Produkt oder eine Projektion, eine Gestalt, die der Buddha angenommen hat, um überhaupt seine Lehre verbreiten zu können. Es war also mehr so eine Art didaktisches Mittel, dass der Buddha diese menschliche Gestalt angenommen hat. Hinter diesem irdischen Körper steht der zweite Körper, der sogenannte Genusskörper, Sambhogakaya. Und das ist jetzt der quasi göttliche Körper, der in anderen Sphären der Realität oder des Daseins existiert. Er ist der Ursprung dieses projizierten irdischen Körpers. Also Sie können sich das so vorstellen, als wäre der irdische Körper eine Emanation, eine Ausfließung oder Ausgießung dieses Genusskörpers, der in den anderen Sphären der Realität existiert. Und nochmal dahinter steht die dritte Form, das ist der sogenannte Dharma-Körper, Dharmakaya. Wir erinnern uns nochmal kurz, Dharma, das ist ja die Lehre des Buddha, aber nicht einfach die Lehre des Buddha als das, was der Buddha so gesagt hat, also was er verkündet hat, sondern gleichzeitig in dem Sinne, dass das Dharma die wahre Natur der Realität ist.
Der Buddha hat die wahre Natur der Realität erkannt, das Dharma, und hat sie in seiner Lehre verkündet. Deswegen ist die Lehre identisch mit der wahren Natur der Realität. Dharma, das ist dann also die ultimative Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, die letztgültige Wahrheit. Und das ist identisch mit dem Buddha. Der Buddha wird jetzt hier also verstanden als identisch mit der wahren Natur der Realität. Und wir finden eine Buddha-Natur in allen Dingen. Es ist so eine Art, ja, man könnte schon fast sagen, pantheistische Vorstellung, beziehungsweise eine Vorstellung vom Buddha als einem vollkommen transzendenten Wesen, das letzten Endes identisch ist mit der Natur der Realität selbst. Das klingt im Moment ein bisschen verwirrend und wir werden immer wieder auf diese grundlegende Idee zurückkommen in den nächsten beiden Sitzungen. Aber lassen wir es für den Moment einfach mal so stehen, in aller Verwirrung. Das dritte Element, das jetzt essentiell für das Mahayana ist, das ist die philosophische, eine bestimmte philosophische Idee, nämlich die Lehre von der Lehre. Und was das ist, ja, da müssen wir ein bisschen gründlicher drüber sprechen und das machen wir dann beim nächsten Mal.